Hallo meine lieben Mittelalter-Fans da draußen und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir haben das letzte Mal das Liebeswerben abgeschlossen. Und ich war ein bisschen enttäuscht, nicht über das Liebeswerben selber, sondern dass danach einfach nichts mehr kam. Bin's auch immer noch ein bisschen, ist immer noch dieselbe Aufnahmesession, also... Meine letzten Sätze sind keine Minute alt zu dem Thema. Na egal. Jetzt reiten wir mal da ein. Warte mal, diesen Bereich kenne ich doch. War ich schon lange nicht mehr. Das ist diese andere Scheune, wo wir diesen Kuman damals abgeholt haben, ne? Da habe ich auch noch nie gefragt, ob die Arbeit haben. Verdammt! Warum schreit denn der so blöd rum? Hallo Müller! Jetzt. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Gibt es hier Arbeit für Zimmermänner? Ich brauche keine Zimmerer. Okay. Was dann? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Verdammt! Dann geh mal halt raus. Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich... Also, ich habe jetzt, glaube ich, so ziemlich jeden von den Dingen hier befragt. Keiner von den Müllern braucht Zimmerleute. Warum soll ich immer nur bei denen danach fragen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Jetzt reiten wir mal hier durch den Wald. Das geht auch in die richtige Richtung. Nur, dass wir hier noch nie die Map aufgedeckt haben. Macht aber auch einen ordentlichen Schlenker hier der Weg. Bin ich denn jetzt hier? Ah, okay. Jetzt sollte ich eigentlich jetzt hier mal irgendwo gleich rechts abbiegen, um mir den Weg nach Norden hier wieder zu erstreiten. Da ist der Weg. Da lang. Da hinten sind wir jetzt schon hier beim Kloster wieder. Also wir sind auf jeden Fall jetzt richtig und jetzt geht es Richtung Meerhöjet, um endlich mal diese Befragung durchzuführen. Was ist denn das hier da unten? Ein kleines Gehöft, oder? Und jetzt? Samopesh. Ich würde irgendwo rechts darüber müssen, ne? Ich meine, hier muss ja irgendwo ein Weg auch über das Wasser führen. Ansonsten macht es... Keiner würde hier... Ja, okay, doch im Mittelalter haben die das teilweise gebracht. So kilometerlang keine Brücke, weil eine Brücke aufwendig zu bauen ist. Kostet extrem viel Arbeitskraft und Zeit, sowas zu bauen. Kann gut sein, dass da hinten keine Brücke ist. Aber wir finden es raus. Oder ich komme einfach durch eine Furt. Ja, das sieht nach einer Furt aus. Nee, ist sogar eine richtige Brücke, oder? Was ist denn das hier für ein Ort? Das ist sogar ein Gaul. Eine weitere Mühle! Cool, die kennen mich ja sogar schon. Der Müller Simon. Glück und Gesundheit. Den kannte ich noch gar nicht. Kann ich hier dir gestohlene Ware verkaufen? So, ich treffe den zum ersten Mal, ne? So, die direkteste Frage, die man jemandem stellt. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Ich hoffe, keiner von euch heißt ihn mit Nachnamen Müller. Denn wenn man dieses Spiel spielt, bekommt man irgendwie so ein ganz, ganz komisches Bild von diesem Berufsstand im Mittelalter. Gibt es hier Arbeit für Zimmermänner? In diesen Zeiten? Ich bin froh, wenn ich durchkomme. Shit. Ich bin Heinrich aus Skalitz und möchte ein bisschen was dazu verdienen, wenn du verstehst. Vermutlich hat Peschek dich geschickt. Und wenn er das hat... Kannst du kein völliger Tölpel sein. Na gut.
Der Schneider in Sasau hat wertvollen Brokatstoff bekommen. Kannst du ihn holen? Kein Problem. Du wirst ihn bald in Händen halten. Gut. Er sollte in seinem Laden sein. Bring alles mit. Okidoki. Ich sehe gerade eben, dass unser komischer Point oder wie auch immer der heißt, der drückt da quasi ganz, ganz blöd durch unseren Helm. Finde ich doof. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Selbstverständlich. Oh, geil. Grundlagen. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Also, pass gut auf. Mhm. Heimlichkeit verbessert. Yeah. Halt, bleib da, du Hund. Noch mehr üben. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Da sind wir auch schon gut genug, sehr gut. Also, pass gut auf. Neue Stufe erreicht, Heimlichkeit, perfekt. Mal gucken. Wo stehen wir da jetzt? Reiten haben wir übrigens auch schon 14. Heimlichkeit. Stufe 6. Ja, ist nicht so geil, aber besser als nix. Streitross, das war das nochmal. Der Pferd scheut nicht, wenn Feinde in der Nähe sind, außer es wird angegriffen. Pferdeflüsterer, dein Pferd wird nicht außerhalb von Kämpfen niemals abwerfen. Was ist, wenn ich das doch mal will? Aufgestacheltes Pferd. Ist dein Pferd verletzt, so ist es schneller. Ich nehme mal das. Das hier soll nicht scheuen. Außer es wird selbst angegriffen. So, dann haben wir uns das jetzt als Oma gegeben. Ich weiß immer noch nicht, wo ich jetzt mit den Jungs hin soll. Also mit Honey und Nanny aus Scarlet's. Hier kommt man auf jeden Fall durch. Na gut, der Müller braucht auch solche Stellen, ne? Ich folge mal dem Weg. Denn hier waren wir auch noch nie. Also wie gesagt, das... Holla, die Waldfee. Ein Unfallort. Schlecht für die Leute, ne? Aber es sah schon so aus, als ob das schon ein paar Wochen her wäre. Wobei, bei dem Müller bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich ein Unfall oder ein Unfall war. Ihr versteht, was ich meine? Und natürlich hat keiner diesen Unfall bedauerlicherweise überlebt. Ich traue den Typen da nicht mehr. Ein Wandersmann. Guten Tag, der Herr. Wo reite ich eigentlich gerade hin? Okay, also ich habe jetzt auf jeden Fall... Ja, kann ich eigentlich auch den schnellen Weg nach Merhoyet wählen. Na? Das ist jetzt gar kein Problem mehr. Ich habe jetzt hier alles aufgedeckt. Und das ist das, was wir wollten. Und jetzt sind wir da. Und es scheint zu regnen wie aus Eimern, so wie das klingt. Eher so die ungeile Variante. Ich stelle mir das immer voll eklig vor. Ne? Du hast diese Ritterrüstung und drunter so dieses wattierte Zeug. Und dieses wattierte Zeug, das Wasser rutscht so durch alle Ritzen unter die Rüstung und dann saugt sich dieses Zeug voll wie ein Schwamm. Und wird ja auch bockschwer. Das muss man sich jetzt mal so vorstellen. Ne? Es wird ja unfassbar schwer, der Scheiß. Das muss unangenehm sein. Also ich stelle mir das nicht besonders toll vor. Ich hätte, glaube ich, innerhalb der Stadt darüber gehen sollen. Sag mal, wo... Irgendwie da ist es direkt. Hier brennt auch irgendwie die Hälfte. Da nicht drüber. Das ist ja alles brennt. Was ist denn das? Das ist einfach nur deren... Oh. Die verbrennen ihr Vieh. Was ist hier los, dass sie ihr Vieh verbrennen?
Ich schätze mal, ich muss irgendwie hier hin. Das sieht glatt so aus, ne? Jo. Was ist jetzt hier die Aufgabe nochmal? Begib dich in die Halle der oberen Burg. Das ist doch das, oder? Ach ne, stiehl ein Pferd. Ich bin ja völlig falsch. Ich bin hier falsch. Wo soll ich denn jetzt hier ein Pferd stehlen? Ich kann das so schnell nicht nach Meerhöhe zurück. Ah, shit, ey. Ich bin völlig falsch gerade eben gewickelt. Da würde ich auch weinen. Würde ich auch weinen, wenn ich das hier erleben müsste. Was ist denn da los? Petrischka. Christus, welch tragischer Verlust. Okay, der ist irgendwie ziemlich tot. Keine Ahnung warum, aber er ist tot. Und er schwebt in der Luft herum. Da sollte sie jetzt eigentlich nicht unbedingt allzu sehr trauern, sondern sich vielleicht sogar mal um einen Exorzismus kümmern, würde ich mal behaupten. Geschafft. Ich will nur üben. Das ist der springende Punkt. Ich will nur üben, um mein Schlösserknacken zu verbessern. Ja, jetzt soll ich hier noch einen Gaul stehlen von denen, die jetzt hier gerade eben so trauern. Wo gar kein Gaul ist. Klingt nach einem tollen Plan. Die haben doch gar keine Pferde mehr, so wie das aussieht. Die haben doch hier alle getötet. Matthias? Der sieht auch nicht besonders lebendig aus. Wie soll man denn hier ein Pferd stehlen? Ich bin gerade eben ein bisschen baff. Die haben gar kein Pferd. Die haben gar keins. Das einzige Pferd, was ich da mitnehmen kann, ist mein eigenes. Okay, hat sich erledigt. Diese olle Quest. Machen wir diese Diebesquest hier weg. Okay, ich soll jetzt mal zur oberen Burg gehen. Dann machen wir das doch mal. Wo ist es denn? Hallo? Hä? Bin ich denn? Ach, kein Wunder, dass ich nichts finde. Da muss ich jetzt hin. Holy crap. So viel dazu. Ich habe mich gerade professionell selbst verwirrt, mal wieder. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss nach Meerhoyet, aber ich glaube, sie haben diesen komischen Kumanen nur in Meerhoyet gefangen. Und jetzt soll ich diesen Typen wahrscheinlich verhören. Ey, das wird bestimmt total toll laufen. Bin mir jetzt schon sicher, der wird garantiert freiwillig reden. Aber sowas von. Ich werde garantiert keine Gewalt anwenden müssen. Oh Gott. Ich hasse solche Folterungen in solchen Spielen. Ich halte sowas... Es wird zu häufig inzwischen eingesetzt und... Häufig, wie ich finde, auch falsch. Also, ich finde, der richtige Effekt wäre, um dem Spieler quasi die Sinnlosigkeit von Folter zu zeigen, sodass halt die Leute unter Folter im Grunde alles gestehen, egal ob sie es waren oder nicht. Und vor allem halt auch quasi, wie sehr es dich verändert. Denn Foltern verändert definitiv auch den Folterer. Zerstört nicht nur ein Leben, sondern zwei. Mindestens zwei. Gott sei mit dir, Heinrich. Kopflos mal wieder unterwegs, die ganze Bande. Wir sollten was essen, bevor wir jetzt hier da reingehen. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich auch zu pessimistisch und da passiert gar nichts mit Folter. Kann ja auch sein. Ich meine bloß, ne, das gab es in letzter Zeit ja zu viele Spiele, sage ich jetzt mal. Insbesondere im Shooter-Bereich, wo das sehr... Wie soll ich sagen...
ja schon abstumpfend im Grunde für den Spieler letzten Endes stattgefunden hat. Und es gibt einen guten Grund, warum Folter verboten ist. Weil sie nichts bringt. Punkt. Sie bringt nichts. Es sei denn, du willst einen Schuldigen erzwingen, der in Wahrheit vielleicht sogar unschuldig ist. Also wenn du so ruchlos bist, dann kann das durchaus funktionieren. Mein Herr, ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle nach Pribislavitz nicht enden würden. Das kommt wenig überraschend. Was ist geschehen? Meine Männer haben 2 neue Angriffe gemeldet. Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren. Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhojet an. Und das ist wesentlich ernster. Merhojet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Pribislavitz an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Dorfbewohner wehrten sich und konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Er ist verwundet, aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias. Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde. Zumindest den Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. Erzähl mal, wie viele Groschen wurden in Pribislavitz gefunden? Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut, aber leider muss ich euch sagen, dass die sehr gut gemachte Faksimile sind. Kack, was? Was zum Teufel sind denn Faksimile? Ach, ist mir auch egal, ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Willst du mir sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier... ist bloß ein Haufen Kupfer. Kurva! Mist! Mit Silber plattiert, also sind sie nicht völlig wertlos. Kurva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders, wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich. Allerdings sind die Silbermine in der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Doppel Delle. Nun, meine Herren, es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf. Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Merhojet hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler schlägst. Deshalb zähle ich erneut auf dich. Reite nach Merhojet und verhöre den Gefangenen. Finde heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Wir alle. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Thalmberg. Ach so. Ist mir da etwa ein Fehler unterlaufen? Ich habe nämlich genau das schon mal gesehen und ich glaube, ihr auch bei mir. Kann es sein, dass wir mal irgendwo was laden mussten und deswegen haben wir das nochmal machen müssen? Jetzt müssen wir nach Merhojet, weil ich wusste nämlich, dass ich nach Merhojet muss. So macht das Ganze jetzt auch plötzlich Sinn mit Merhojet. Gut, dann machen wir uns einfach mal eine Schnellreise nach Merhojet. Wir werden jetzt wahrscheinlich nachts ankommen, aber... das wird uns hoffentlich nicht umbringen. Ist auch gut, dass ich da jetzt nichts geklaut habe. Ansonsten wäre das vielleicht zu unserem Verhängnis geworden. Verhängnis führt ins Gefängnis. Muss ich jetzt nicht haben. So, es ist schon Nacht. Weiß der Geier, was uns jetzt hier nachts unterwegs auflaut. Ich werde sehr spät ankommen. Was? Beobachte die Schlacht und greife zur richtigen Zeit ein. Okay. Mitten in der Nacht sind da irgendwelche Schufte oder sowas. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt hier noch einigermaßen rauskomme. Ach ja, das Laden.
Oh, oh. Moment, ich brauche jetzt erstmal hier eine Fackel. Wow, wow, wow. Was sind das hier? Stirb! Warum stirbt er nicht? Jetzt ist er tot. Oh, da sind ja noch Gegner. Keine Ahnung, was es soll. Die haben alle irgendwie aufgegeben, ne? Und jetzt verfolgen die alle mich. Okay, er ist tot. Was? Was? Ich habe das Gesetz missachtet? Seid ihr des Wahnsinns? Was habe ich denn gemacht? Das werdet ihr jetzt bereuen, ey. Mehr hast du nicht drauf. So viel dazu, ey. Du bist tot. Das kann man auch anders sehen, ey. Ich fasse es nicht, was hier gerade passiert. Ich habe nichts getan. Moment, also irgendwie finde ich das gerade saublöd, was hier gerade passiert. Was ist eigentlich... Wo habe ich zuletzt gespeichert? Das möchte ich kurz mal gucken. Zu lang her. Zu lang her. Zu lang her. Du wirst leiden. Den habe ich auch erwischt. Auch erwischt. Komm her, Junge. Blöder Penner. Stirb endlich. So viel dazu. Ich lasse ihn noch am Leben. Hau bloß ab. Boah. Wo bin ich jetzt? Die anderen haben anscheinend von mir abgelassen. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ich habe bloß diesen blöden Kumanen niedergemetzelt. Und diesen anderen Kumanen auch noch. Und auf einmal bin ich der Böse. Wisst ihr? Bestimmt. Was soll denn der Quatsch? Du hast das Gesetz missachtet. Das glaubt ja wohl höchstens noch deren Oma oder sowas in der Art. Aha. Interessant. Händler? Händler, Händler, Kumane. Wer ist da? Was ist das? Böser Kumane. Unfassbar, ey. Das muss ein Fehler im Spiel sein. Ich hab nämlich, ihr seht, ich hab sonst niemand niedergemacht. Hi, Dorfbewohner. Händler. Ich würde sie irgendwie schon gerne losmachen. Kann ich aber nicht. Ja, muss ich halt diesen Wächter noch. Also ich muss nicht, aber... Das Geld wird ja sonst schlecht. Also das muss man jetzt hoffentlich nicht verstehen, was da gerade passiert ist. Also ich glaube, das hat jetzt auch gerade eben ein bisschen Ruf gekostet, aber... Was soll man machen? Ich werde das ja nicht an den Anfang der Folge zurückladen, nur weil das Spiel plötzlich der Meinung ist, dass ich angeblich, keine Ahnung, hier das Schwert hätte nicht ziehen dürfen oder den Kumanen hätte nicht töten dürfen. Es war eindeutig ein Kumane. Ich werde es auch nicht gesucht oder so. Keine Ahnung, was das jetzt war. Egal. Solange ich jetzt hier nicht von den Wachen angegriffen werde, wo ich jetzt gerade eben ganz, ganz dringend hin wollte, und solange ich jetzt hier nicht irgendwie andere Probleme habe, jetzt plötzlich im Knast bin oder so, ist alles in Ordnung.
So, wo soll ich jetzt hin? Gucken wir mal ganz kurz noch mal hier. Was sagt die Quest? Finde heraus, was mit Matthias geschehen ist. Verhöre den Gefangenen in Merhoyet. Ach, ich weiß, was mit Matthias ist. Der liegt da rum. Den habe ich vorhin da drin gesehen. Ich weiß ganz genau, was mit Matthias ist. Genau, der liegt hier rum. Was für ein Zufall. Heinrich, welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Kann man so sagen. Ah, so in der Art. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Freut mich jedenfalls, dass du Arbeit hast. Viele unserer früheren Nachbarn müssen betteln gehen. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Hier geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Die Leute sagen, es ist die Pest. So oder so, es ist schlimm. Es begann am Tag nach dem Überfall. Zuerst wurden die Pferde krank, dann anderes Vieh und jetzt die Leute. Scheiße. Deswegen verbrennen die hier alles. Bist du in Ordnung? Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf, mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen, aber besser der Arm als der Hals. Ja, das ist wahr. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Herb, der alte Melicher gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune, aber sei vorsichtig. Wieso das? Der Scheißkerl hat den jungen Stroh abgemurkst und sein alter Herr wetzt schon die Sichel. Melicher hat noch nicht entschieden, was mit ihm geschehen soll. Okay, also der Typ scheint gefährlich zu sein. Das kann ich dir sagen. Er wird ihn Herrn Ratzigs Gesandten übergeben. Mir. Ich bezweifle, dass Melicher ihn freiwillig hier gibt. Die Leute hier lechzen nach Blut. Es gab Tote. Zuerst der Überfall und nun die Seuche. Weiß Gott, was sie vorhaben. Dann macht es ja richtig viel Sinn, noch mehr Leute umzubringen. Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen... Ach, das habe ich jetzt gerade... Wieso das? Ach, das war auch noch weiß, deswegen... Ja, Mist. Das kann ich dir... Ich bezweifle. Seht ihr, was ich meine? Deswegen falle ich da drauf ein. Kannst du die Kerle beschreiben? Weiß nicht. Sie kamen abends, also konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen. Es waren um die 20, aber keine Kumanen. Sie sprachen Tschechisch. Du hast mit ihnen geredet? Nein, nein, sie haben uns angebrüllt. Waren sich ihrer Sache anfangs sehr sicher. Aber als wir sie in die Wälder jagten, sahen sie nicht so tapfer aus. Sind also eher dann doch die Räuber gewesen. Ich weiß, dass es euch an Mut nicht mangelt. Aber wie kann sich ein Haufen Dörfler gegen bewaffnete Banditen behaupten? Einer der Jungs sah sie durch die Wälder streifen und benachrichtigte Melichar. Der weckte das ganze Dorf und alle schnappten sich, was es zu schnappen gab. Mistgabeln, Äxte, Flegel. Und dann stellten wir sie. Was? Ihr seid gegen sie ins Feld gezogen? Jawohl. Und das war der Schlüssel. Denn damit hatten diese Hurensöhne nicht gerechnet. Wow. Ein paar von ihnen gelang es trotzdem, zum Dorf durchzubrechen. Vermutlich wollten sie es in Brand stecken. Aber selbst die Weiber waren bewaffnet und überraschten die Bastarde eiskalt. Sehr gut. Das gefällt mir. Ja, das werden die wohl sehr, sehr schnell bereut haben. Wegen dieser Seuche. Seit wann wütet diese Seuche? Seit dem Tag nach dem Überfall. Ah. Als sich die Pferde in den Ställen niederlegten, wussten wir, dass etwas faul ist. Am Nachmittag waren sie alle tot. Dann wurden die anderen Tiere krank. Eins nach dem anderen. Und danach die Leute. Die haben das Wasser vergiftet. Aber sowas von... Was sind die Anzeichen dieser Krankheit? Ich gehe kaum raus, aber die Leute klagen über Fieber und Schüttelfrost. Ein paar kotzen sich die Seele aus dem Leib und andere scheißen sie aus. Starb jemand daran? Erb. Der alte Felber. Allerdings stand er schon mit einem Bein im Grab, weshalb niemand weiß, ob es wirklich die Seuche war. So oder so, die Viecher sterben wie die Fliegen. Und den Leuten wird es gleich ergehen. Die haben den irgendwie, also es ist keine Vergiftung, die haben den, glaube ich, wirklich so eine Art richtig fiese Magen-Darm reingedrückt, aber wahrscheinlich übers Wasser, weil das ist die einzige logische Erklärung. Die müssen irgendwie was mit dem Wasser gemacht haben. Wer ist krank? Gute Frage. Wegen meines Arms gehe ich so gut wie gar nicht aus dem Haus.
Aber ich weiß, dass bei Melicha und Stroh jemand krank ist. Man sieht übrigens seinen Arm noch bluten. Kann ich dich etwas über Merhuyet fragen? Ich bin noch nicht lang genug hier, um viel zu wissen, aber nur zu. Was kannst du mir über den alten Stroh sagen? Er ist Holzfäller, ein zäher Bursche und ein Hitzkopf. Er ist außer sich, seit sein Sohn tot ist. Zu trauern ist völlig normal. Kommt drauf an, wie. Die Leute fürchten, dass er den Verstand verliert oder sich zu Tode säuft. Noch dazu hat seine Frau die Seuche und er kümmert sich nicht um sie. Toller Typ, ey. Wo finde ich diesen Stroh? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Stroh wohnt in der rechten. Eine Hütte durch das Haupttor verlassen, rechts. Wie ist Melicha so? Die Leute hier sehen zu ihm auf. Smil hatte das Sagen, aber der starb in Neuhof. Ich weiß. Herr Hanusch hatte keine Zeit, einen neuen Vasallen zu ernennen. Und da die Leute einen Fürsprecher brauchen, wählten sie Melicha. Das sieht immer richtig kacke aus im Merhuyet. Gott sei Dank war jemand fähig, das Zepter in die Hand zu nehmen. Ja. Ja, das ist das Wichtigste. Wie ist Melicha so? Die Leute hier sehen zu ihm auf. Smil hat... Ach Gott, ist schon wieder derselbe Text. Oh Mann, ey. Gott sei Dank war... Ja. Weil es wieder weiß ist, ne? Wo wohnt dieser Melicha? Statt ausgegraut. Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Melicha wohnt in der linken. Okay. Ich weiß auch, glaube ich, warum es weiß bleibt, weil ich nicht alle Antwortoptionen benutzt habe. Jetzt sack doch hier wieder zusammen. Gibt es hier noch irgendwie eine Möglichkeit zu schlafen? Denn eigentlich würde ich mich auch ganz gerne mal hinlegen. Sieht aber momentan nicht so aus. Das Einzige, was ich tun könnte, ist mich hier umschauen und hoffen, dass ich da noch... Aber tendenziell nein. Ist sie immer noch am Trauern hier? Also der Typ, der ist unheimlich, der Tote. So, wir hauen uns hin, liebe Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi und ade.